In der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurde am 5. Oktober die landesweite Kampagne Einkauf mit Herz offiziell gestartet. Diese Initiative soll den Einkauf im lokalen Einzelhandel stärken. Besonders durch die Corona-Pandemie hat sich das Einkaufsverhalten vieler Menschen verändert. Die Umsätze sind um 2,6% zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr in den Innenstädten. Und damit wollen wir gegensteuern und darauf aufmerksam machen, dass hier Arbeitsplätze gefährdet sind. Und wir haben immerhin 45.000 Vollzeitbeschäftigte im Einzelhandel und 7.000, die zusätzlich 400 oder 800 Euro verdienen. Und diese Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben. Deswegen auch dieser Weckruf und dieser Appell an die Bürgerinnen und Bürger, daran zu denken, dass Arbeitsplätze in Mecklenburg-Vorpommern erhalten bleiben sollen. Und das kann man natürlich mit Umsatz. Die Auftaktveranstaltung fand im Rostocker Hof vor dem Modegeschäft Fliegende Fische 2.0 statt. Es ist eine gemeinsame Initiative mit dem Handelsverband Nord. Das Ziel ist relativ klar. Es geht darum, unsere Innenstädte, die wunderschön sind, zu erhalten, zu beleben. Dafür zu sorgen, dass die Händler hier ihre Lebensgrundlage haben, die Einwohner und auch Touristen die Möglichkeit haben, das zu tun, was sie wollen, nämlich auch shoppen. Wir hatten es ja erwähnt, 47% der Leute kommen deshalb hierher. Und ihnen auch die Vielfalt und die Angebotsbreite und Tiefe hier zu erhalten. Die Kampagne ist bis zum 31. März 2021 geplant. Vorgesehen sind unter anderem Banner, Anzeigen, Radiospots und Plakate. Auch über die sozialen Medien soll darauf aufmerksam gemacht werden.